Und traditionell zum Schluss, wer gerne etwas sagen möchte, der trete vor. Da haben wir nämlich nicht so eine Rückkopplung wie vom Dom. Ich hoffe, man versteht mich jetzt. Wir haben technische Gebrechen, Zwiebel im ORF, aber bei mir müsst wenigstens keine Zwangsgebühren zahlen. So, wir haben jetzt einen unglaublich schönen Spaziergang durch das verregnete Salzburg hinter uns. Wir haben Applaus bekommen, wir haben den Kopf geschüttelt bekommen, wir haben den Vogel gedeutet bekommen. Wir haben ein paar andere Reaktionen bekommen, die nicht ganz klar waren. Es waren wahrscheinlich irgendwelche Impfnebenwirkungen. Sei es wie sei, es war sehr schön. Wir haben mal wieder ein bisschen frische Luft geschnappt, was fürs Immunsystem getan. Meine Preisfrage ist, wer hat Alternativpartei-Wahlplakate von MFG oder Wir sind Salzburg gesehen? Niente, nada. Wo? Nada. In der Stadt drinnen, in der Altstadt wurde es. Ja. Also, der Matthias war sehr aufmerksam, trotz der Trommel, und hat eins gesehen. MFG eines. Oder Wir sind Salzburg? Das zeigt ungefähr die politische Landschaft im Wahlkampf 2023. Und ich hätte einmal gesagt, wir sollten vielleicht einfach nächsten Sonntag wieder was fürs Immunsystem tun. Vielleicht mit einem besseren Wetter. Und vielleicht stehen dann schon zwei Plakate im Reich von Wilfried dem Weitsichtigen. Ja, in dem Sinn hätte ich einfach gesagt, bin ich für heute fertig, weil eigentlich kann man zu dem Land eh nichts mehr sagen. Wenn noch wer möchte, die Technik funktioniert jetzt hoffentlich. Der Österreicher neigt ja dazu, sehr schnell zu vergessen. Ich erinnere nochmal, heute Abend 20 Uhr Watzmann, lustige Feier, ganz ohne Gehregeln. Jeder herzlich eingeladen, damit wir mal ein bisschen schwurbeln nach Feierabend. Dankeschön. So, bevor wir dann noch zum Abschluss zu unserem Power-Friedenskreis kommen, es ist dann der Reinhard noch, er wird eine Meditation vorspielen, aber ich möchte euch gerne noch eine Vorankündigung machen, nämlich am Samstag, dem 1. April, findet ein Friedenskonvoi statt. Das beginnt da beim Mozartplatz um 14 Uhr. Denn was ich gelesen habe, um 15.30 Uhr ist dann eine Fahrt durch Salzburg. Fragt mich nicht, wohin. Man fährt dort durch Salzburg. Eine Stunde circa ist vorgesehen. Nachher reden. Das wird da wahrscheinlich vorne beim Residenzbrunnen passieren. Sind verschiedene Reden angesagt. Und geplant haben sie auch noch um 18 Uhr einen Marsch. Also Samstag, 1. April, es geht um 14 Uhr los. Also mit, das ist ein Autokorsa. Die Autos dürfen reinfahren. Also in dem Fall auch, wenn ihr mit dem Auto kommt, genauso. Das geht ab 14 Uhr los. Und dann sammelt man sich da. Und es ist geplant, 15.30 Uhr, also ich wiederhole es jetzt nochmal, 15.30 Uhr ist geplant, dass man mit den Autos durch die Stadt fährt. Eine Stunde ist das ungefähr vorgesehen. Da lädt man ein Paket tiefer rein. Dann kommt man wieder her und dann die Reden, verschiedene Redner. Und ja, und um 18 Uhr planen sie noch einen Marsch. So, jetzt wird uns der Reinhard. Der Marsch ist dann für die, die sich einen Sprit nicht leisten können. Ja, exakt. Alles klar, nehmen wir leisten. 1,80 Euro für Diesel. So. Reinhard. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du noch da bist. Bitte schön. Und trotz des Sturms nicht aufgegeben hast. Danke, dass du dein Lächeln auch unter Tränen niemals verlierst, dass du die Wärme im Herzen auch beim kältesten Gegenwind immer behältst und lebst.
Danke, dass du selbst in den dunkelsten Stunden dein Licht für die Welt hochhältst. Danke für deinen Mut, dich zu öffnen, wahrhaftig zu sein, in einer auf materiellen Werten aufgebauten Scheinwelt. Danke, dass du dich traust, ehrlich, echt und authentisch zu sein, Fehler zu machen, hinzufallen und wieder aufzustehen, für deine eigene Meinung einzustehen, deine Wahrheit und dein klares Nein auszusprechen, in Zeiten von Ignoranz und Gleichschaltung. Danke, dass du deinen inneren Frieden trotz gesellschaftlicher Spaltung in die Welt hinausträgst und lebst, dich nicht instrumentalisieren lässt im Spiel Gut gegen Böse. Danke für dein unerschütterliches Vertrauen in dich selbst, in unsere Ahnen, in unsere Kinder, wenngleich äußere Programme dich in Zweifel treiben wollen. Danke, dass du dir selbst und deinen Werten treu bleibst, dich lebst, so wie Gott dich gemeint hat, und dass du es deinen Mitmenschen damit erleichterst, dem gleich zu tun, echt zu sein. Danke, dass du einen Grund für den Glauben an ein Wir gibst und es zeitgleich bist. Ein wichtiger Teil des größten Wandels aller Zeiten und unserer Welt von morgen. Danke für deine Kraft, für deine Ausdauer, bei dir zu bleiben, nicht aufzugeben. Danke für deinen großen Mut, du selbst zu sein. Danke an euch alle, dass ihr immer wieder kommt zum Sonntag. Große, große Stärke, große, große Kraft. Ja, das ist doch ein super Kreis. Der umfasst alles. Come on! So. Die fangen jetzt an zu geben. So, liebe Freunde, wir geben so viel. Und wir geben jetzt mit diesem Kreis, gehen wir der ganzen Welt unseren wirklich gestärkten Frieden, den gestärkten Frieden durch diese, allein durch diese 3 Jahre. Und das geben wir mit der Welt, das geben wir mit der Menschheit. Und es wird super, es wird einfach klasse. Und wir werden eine schöne Welt kreieren. Und wir werden diese Kraft, unsere Kraft, die Herzenskraft, mit einem lautstarken Frieden in die Welt zu den Menschen geben. Okay. Und Friede! Jesus sagt die Welt! Bravo! Okay.
Christus rettet und sagt die Welt. Danke an die Polizei, dass das heute alles so geklappt hat. Und ich freue mich, dass ihr so zahlreich und schön seid. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ciao. Okay, klasse, dass ihr wieder mal nett dabei wart. Führt euch gut, baba.